Im Jahr 2013 kam es in Afghanistan zu einem heftigen Feuerkampf, bei dem ein afghanischer Soldat verwundet wurde und in der Schusslinie liegen blieb. Trotz des Feindfeuers stürmte ein Kommandosoldat, welcher die örtlichen Sicherheitskräfte begleitet hatte, aus seiner Deckung hervor und rettete den Afghanen. Kurz darauf wurde er selbst schwer verwundet. Bei der Mission am 21. Februar 2013 waren afghanische Sicherheitskräfte im Raum Kunduz eingesetzt, unterstützt von Soldaten des Kommando Spezialkräfte, welche die Operationsführung beraten sollten. Gemeinsam setzten die Soldaten auf einen Gebäudekomplex an, in dem sich mehrere bewaffnete Aufständische verschanzt hatten. Beim Zugriff auf das Gebäude eröffneten die Feinde plötzlich gezielt das Feuer, wodurch ein Angehöriger der afghanischen Partnereinheit getötet und ein weiterer verwundet wurde. Trotz des Feindfeuers und dem Chaos auf dem Gefechtsfeld arbeitete sich Hauptfeldwebel Jürgen E. zu dem Schwerverwundeten vor, zog ihn aus der direkten Schusslinie in eine nahe Deckung und führte dort die Erstversorgung durch. Anschließend versuchte er, den afghanischen Kameraden aus der Gefahrenzone zu bringen, um mit der weiteren sanitätsdienstlichen Behandlung zu beginnen. Hierbei geriet der Hauptfeldwebel selbst unter schweren Beschuss, wurde mindestens einmal getroffen und ging schwerverwundet zu Boden. Hauptfeldwebel Benjamin B., ebenfalls Kommandosoldat, sah, wie sein Kamerad angeschossen wurde und handelte ebenso schnell wie professionell. Unter Einsatz seines Lebens rettete er Jürgen E. aus dem Kugelhagel und brachte ihn in eine Deckung. Hier konnte der Verwundete stabilisiert und letztendlich evakuiert werden. Trotz der Ausfälle setzten die verbleibenden Soldaten die Operation erfolgreich fort. Dank der schnellen Reaktion seines Kameraden überlebte Jürgen E. Beide Soldaten hatten ihr Leben riskiert, um das eines anderen zu retten. Für ihr mutiges und entschlossenes Handeln wurden sie deshalb ein Jahr später mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr für Tapferkeit ausgezeichnet.